Logbuch der Demeter. 6. Juli. Haben heute im Hafen von Varna in Bulgarien die Segel gesetzt und durchqueren in diesem Moment unter steifem Ostwind das Schwarze Meer Richtung Bosporus. Ziel unserer Reise, der Hafen von Whitby an der Ostküste Englands. Fracht, mehrere Kisten voll Ton, Erde und Silbersand. Besatzung 2 Mate, Sala und Simmering, sowie die Matrosen Fomin, Kalinin, Olgarin, Orlov und Pavlov. In der Kombüse, wie immer, Smut Petrovski. Außerdem an Bord natürlich ich selbst, Kapitän Boris Lazarev. Voraussichtliche Reisezeit 1 Monat. Ankunft Whitby somit Anfang August. Möge der Wind mit uns sein und Gott uns beschützen. Captain, das Abendessen wäre jetzt soweit. Ich komme, Semmering. Suppe ist das aber ein bisschen dünn, ne? Sieht eher aus wie ein Getränk. Hast es dir wieder einfach gemacht, Petrovski, was? Bloß den Eimer kurz durchs Hafenbecken gezogen, ja? Wer es nicht möchte, braucht's nicht essen. Hast du wieder so dünn gezaubert, damit wir die Löffel erst gar nicht benutzen müssen, ne? Hast du weniger abzuwaschen. Na, Männer. Alle ihre Koje schon bezogen? Jo. Sicher. Petrovski noch nicht. Der musste Wasser heiß machen. Witzig. Wirklich witzig. Habe ich noch nie gehört. Was ist mit Sala? Er ist am Ruder. Orlov hat die Wache. Gut. Wobei ich in Frage stelle, ob wir überhaupt eine Wache brauchen, Captain. Ich meine... Wer klaut schon Kisten voll Erde? Warte mal ab. Nachher überfällt uns ein Schiff Maulwürfe. Wie Sie wissen, Kalinin, ist die Fracht nicht das einzig Wertvolle hier. Da gibt es noch unser aller Leben und das Schiff selbst. Und somit bleibt die Wache während unserer Fahrt selbstverständlich bestehen. Und ich nehme an, Sie machten den nicht ganz ernst gemeinten Einwand... weil Sie als Nächster dran sind. Sie haben mich durchschaut, Captain. Für Sie beide, Pavlov, Fomin, die Information, dass wir in 4 Tagen in den Bosporus einlaufen. Die gierigen Türken werden wie immer eine äußerst gründliche Kontrolle durchführen, um am Ende zu behaupten, dass irgendwas so nicht gehe. Ich will da keine Widerworte oder Ähnliches hören. Das gibt Ärger und hält bloß auf. Lasst sie meckern und schimpfen und schickt sie dann zu mir. Ich regel das. Hi, Captain. Hi. Petrovski. Captain. Morgen ein bisschen mehr Fische bei die ausgelassene Butter. Ist wirklich ziemlich dünn. Hi, Captain. Elfter Juli, türkischer Zoll. Alles wie gehabt. Bakschisch. Dann war alles in Ordnung. Weiterfahrt um 16 Uhr. Zwölfter Juli, durch die Dardanellen. Dann ein Flaggschiff der Hafenwache. Wieder Zoll, wieder Bakschisch. Dauerte länger als erhofft. Es ist bereits dunkel, aber der Wind steht günstig. Und wir nutzen ihn, um es durch den Archipel zu schaffen. Hm? Sala? Semmering?
Maler? Rollt das Mädchen? Gleitet dahin wie nackter Arsch auf Eis. Wenn uns nicht die Puste ausgeht, passieren wir Kap Matapan noch vor Mittag. Sehr gut. Haben Sie Simmering gesehen? Zuletzt vor einer guten Stunde. Da hat er die Wache vom Fomin übernommen. Müsste also drüben Backbord rumlungern. Nee, ich schau kurz bei ihm vorbei. Wenn dann irgendwas ist, ich bin in meiner Kabine. Hi, Captain. Simmering? Hier, Captain. Waren Sie gerade eben noch mal in der Messe? Nein, tut mir leid. Wieso? Ich saß in meiner Kabine und hörte ein komisches Geräusch. Deshalb. Also, ich war's nicht, Sir. Dann war's wohl einer der Matrosen. Genau das macht mir Sorgen, Simmering. Die haben da hinten nichts zu suchen. Denn der einzige Grund, sich dort aufzuhalten, ist die angrenzende Kombüse. Und damit spontaner Hunger oder stechender Durst. Aber die Rationen auf diesem Schiff werden von mir, beziehungsweise Petrovsky, eingeteilt. Ich möchte ungern vor Whitby irgendwo anlegen müssen, weil einer der Männer uns alles weggefressen oder weggesoffen hat. Vielleicht war es ja Petrovsky selbst. Der hätte sich gemeldet, nachdem ich gerufen hatte. Verstehe. Ich sag's nur ungern, aber tun Sie mir einen Gefallen und haben Sie ein Auge auf diese beiden Neuen. Pavlov und Fomi. Hi, Captain. Wobei, Olga Rehn wär's auch zuzutrauen. Ich weiß. Ich will hier keinen Ärger. Halten Sie einfach die Augen offen, Simmering. Geht klar, Captain. Wer kommt nach Ihnen? Kalinin löst mich um 3 ab. Gut. Ich bin in meiner Kabine. Wo sonst, Captain? Wo sonst? Sala? Was gibt's? Kalinin schon aufgetaucht? Ich hab ihn noch nicht gesehen. Verdammt. Wie spät ist es? Müsste gleich 3:30 sein. Er hat doch wieder verpennt. Warum muss immer ich die Wache vor ihm haben, ha? Musst du mal ein ernstes Wort mit demjenigen reden, der die Dienstpläne macht? Ich dachte, das tue ich gerade. Reg dich nicht so auf. Der ist noch jung und braucht seinen Schlaf. Braucht seinen Schlaf. Was will er damit? Schöner wird er eh nicht mehr. Ich geh runter ihn holen. Ja, geh runterholen. Wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, wenn du noch ein bisschen träumen willst. Na endlich, wo bleibst du denn? Kalinin? Hallo? Jemand zu Hause? Simmering. Was ist los? Noch nicht ganz wach? Nein. Alles in Ordnung. Tut mir leid, ich habe irgendwie verschlafen. Was du nicht sagst. Du meldest dich bei Sala zum Dienst. Ich leg mich hin. Und wage es nicht einzuschlafen. Nein. Alles klar. Ich bin hellwach. Petrovsky. Morgen. Kaffee steht schon auf dem Tisch. Omelette kommt gleich. Hey! Was war das für ein Zeug gestern, Petrovsky? Was? Wie? Was meinst du? Das, was du uns gestern zu saufen gegeben hast. Was war das für ein Zeug? Das war Slivovitz. Wieso? Und da bist du dir sicher? Nichts zugepanscht? Nichts reingemischt? Hab die Flasche gestern erst aufgemacht und auch selbst was von gesoffen. Wieso? Was soll denn damit gewesen sein? Mann! Was ist denn los mit dir? Kümmer dich um deine Eier, die riechen schon. Oh! Ach, verdammt!
War irgendwas komisch letzte Nacht? Wie meinst du das? Du hast doch auch was von diesem Slivovitz gesoffen. Und dann? Dann habe ich geschlafen wie ein Baby. Du nicht? Ich hatte Wache. Ach so. Ja und? War bei dir irgendwas komisch? Allerdings. Hä? Was ist los, Kalinin? Ich weiß es doch auch nicht. Ja, was nun? Rück raus! Ich hatte, wie gesagt, Wache. Ich zieh mich also an. War sowieso schon wieder spät dran und husche hier rauf an Deck, will Simmering ablösen. Mir war klar, der hat schlechte Laune, weil ich wieder nicht pünktlich bin. Da komme ich aufs Backborddeck. Da sehe ich keinen. Ja? Und? Ja, und dann sehe ich was. Wie, was? Da steht jemand am Bug. Ja, Simmering, oder wie? Ja, das denke ich auch. Aber irgendwas war komisch. Steht da im Stockdunkeln. Keine Laterne, nichts. Ja, und dann? Ich gehe auf ihn zu. Da trete ich gegen den Seilhaufen da drüben. Guck runter. Und als ich wieder raufsehe, ist er weg. Wie? Weg? Ja, weg. Ja, dann ist er über die Steuerbordseite zurückgelaufen, oder wie? Ja, das denke ich auch. Also gehe ich zurück und sehe gerade noch, wie was durch die Tür nach unten huscht. Ich denke natürlich, das ist Simmering und der ist sauer und geht runter, um mich zu holen. Ich also zur Tür, will gerade die Treppe runter. Da sehe ich. Da sehe ich es. Am Ende der Treppe. Es? Und dann? Jetzt mach keinen Scheiß, Kalinin. Dann wird hinter mir die Tür aufgerissen und Simmering steht da. Er faselt irgendwas und ich sehe ihn an. Und als ich wieder runtergucke, ist es weg. Wie viel hattest du gleich von dem Slivovitz? Komm mal auf, Pavlov. Also nochmal der Reihe nach. Da stand eine am Bug. Muss Simmering gewesen sein, wer sonst? Dann siehst du am Ende der Treppe was leuchten. Muss irgendeine Reflexion gewesen sein, was sonst? Dazu, das, was am Bug stand, war größer als Simmering. Größer als ich. Größer als jeder hier an Bord, verstehst du? Fast 2 Meter hoch. Verstehe. Und dann war es weg. Weg. Und dann sehe ich etwas Kleines am Ende der Treppe mit roten Augen. Und wir haben hier weder jemanden an Bord, der 2 Meter groß ist, noch einen, der 1 Meter groß ist und rote Augen hat. Also erklär mir, verdammte Scheiße, nochmal, was ich da gesehen habe. Was haben Sie denn gesehen, Kalini? Nix, Captain. Wird das Deck hier irgendwann nochmal sauber? Klar, ja. Captain. Entschuldigung. Was war denn so wichtig? Kalini meint, hier stimmt ja was nicht. Wie bitte? Nix, Captain. Es ist nix. Wenn hier irgendwas nicht stimmt, dann sollte ich doch vielleicht davon erfahren. Meinen Sie nicht, meine Herren? Ja, sicher. Aber wie gesagt, es ist nichts. Ist nichts. Hm. 13. Juli. Wir passierten heute Kap Matapan. So ruhig wie die See heute ist, so unruhig sind einige aus der Mannschaft. Geradezu ängstlich.
Ich habe versucht, etwas herauszufinden, aber niemand wollte so richtig raus mit der Sprache. Vielleicht hat es etwas mit dem nächtlichen Kombüsenbesuch zu tun. Habe Sala beauftragt, sich unauffällig umzuhören, will aber hoffen, dass die Angelegenheit im Sande verläuft. Sag mal, Petrovski. Was denn? Vermisst du irgendwas? Hä? Hast du irgendwas gefunden, was mir gehören könnte? Nein, ich meine hier, in der Kombüse. Ist hier irgendwas, was fehlt? Keine Ahnung. Bis jetzt nicht. Tu mir einen Gefallen und gleich die vorhandenen Vorräte mal mit der Bestandsliste ab, ja? Was? Ich denke, du hast mich verstanden. Ja, klar, kann ich machen. Gleich, wenn wir Whitby erreicht haben. Nein, sofort. Ach so? Putzt du dann hier weiter das Gemüse, oder was? Das wirst du schon hinkriegen. Sag mal, Sala, geht's noch? Die Männer erwarten, dass hier in einer Stunde eine deftige Mahlzeit auf dem Tisch steht. Und du willst, dass ich Erbsen zähle? Bloß weil du Langeweile hast, brauchst du anderen nicht blödsinnige Aufgaben reinzudrücken. Reg dich wieder ab und fang an zu zählen. Ein Scheiß werde ich! Du hörst sofort auf, hier rumzuschreien. Du wirst jetzt diese verdammte Liste abgleichen und dann gibst du mir Bescheid. Und zwar nur mir. Und wenn die Männer sich beschweren, dass dein Fraß heute eine Stunde später auf dem Tisch steht, dann sagst du so schlaue Sätze wie "Gut Ding will Weile haben" oder so ein Scheiß. Aber du wirst kein einziges Wort darüber verlieren, was du wirklich getan hast. Hast du mich verstanden? Du kannst mir mit der Zunge durch die Kimme fahren, Sala! Pass gut auf, was du sagst, Petrovski. Du bist das Küchengesinde. Ich bin der erste Maat. Und das gerade war ein Befehl. Du kannst mir nicht drohen. Ich nehme bloß von einem Befehle entgegen. Und der hat Anstand und Umgangsform. Also kannst du es schon mal nicht sein. Wenn ich dich mit meinen bloßen Händen hier und jetzt erwürge und nachher behaupte, du hättest eine Meuterei anzetteln wollen, kein Hahn würde danach krähen. Ich würde sogar noch eine Belobigung vom Käpt'n kriegen. Dir und deinem Köterfutter wird keiner auch nur eine einzige Träne nachweinen. Ich wäre an deiner Stelle vorsichtig mit beleidigenden Formulierungen. Mein Küchenmesser ist nämlich verdächtig nah an deinen Eiern. Was ist denn hier los? Nichts ist hier los, Olgarin. Verpiss dich. Wann gibt's ein Essen? Heute eine Stunde später. Petrovski braucht noch Zeit. Soll heute mal besonders lecker werden. Besonders lecker? Wie will er das denn hinkriegen? Verpiss dich! Petrovski sagt, in der Kombüse fehlt nichts. Was ist mit dem Lagerraum? Ich habe ihn dann erst das Essen fertig machen lassen. Den Lagerraum will er sich heute Abend vornehmen, hat er gesagt. Gut. Ich habe gehört, Sie sind ihn ein bisschen hart angegangen. Wer sagt das? Olgarin? Sollte der es wissen. Captain, ich habe ihn nicht härter angefasst, als er es vertragen würde. Und Petrovski verträgt schon eine gute Menge, da seien Sie sich mal sicher. Ich weiß, die Liebe zwischen Ihnen beiden ist eine große. Und was Sie in Ihrer Freizeit während des Landgangs machen, ist Ihre Sache. Da können Sie sich gegenseitig so viel anfassen, wie Sie wollen. Aber wer hier an Bord wen anfasst, bestimme einzig und alleine ich. Habe ich mich klar ausgedrückt, Sala? Sie haben mir den Auftrag gegeben. Ihm mitzuteilen, dass wir gern die Bestandsliste mit dem Bestand verglichen wissen würden. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn es dabei ein Problem gegeben hat, hätten Sie mich kontaktieren müssen. Ich wollte Sie nicht mit Lappalien behelligen. Nun, Petrovski hielt es anscheinend nicht für eine Lappalie. Ach, hat er sich über mich beschwert? Ich weiß, Sie sind schnell bei der Sache, Sala. Eine Eigenschaft, die ich durchaus zu schätzen weiß. Sonst wären Sie auch nicht auf diesem Schiff. Wann es allerdings schnell zur Sache gehen soll, lassen Sie zukünftig mich entscheiden. Das ist keine Bitte, Sala. Aye, Captain. Was zu tun. Ja, dann wollen wir mal sehen. Ja, müssten noch minus zwei,
14 Fässer Wasser sein. Jawohl, korrekt. Dann von dem Mehl, wie viel haben wir denn da? 7. Also, was habe ich gesagt? Mehl 7. Sag mal. Sala, hä? Ja, du bist ja mutig. Trotz Einlauf vom Captain willst du mir jetzt weiter auf den Sack gehen, oder wie? Ach nee, hatte ich also recht. War noch nicht genug, oder wie? Denkst du, kannst mir hier im Dunkeln auflauern, oder was? Hey! Ich red mit dir! Ja, und dann kam ich zurück zum Strand. Da war meine Kleidung weg. Wie? Und die alte war auch weg? Ja. Nee. Wenn ich's dir doch sage. Die muss das irgendwie spitz gekriegt haben, die Sache mit ihrer Schwester. Und dann war die so sauer. Warte mal. Da hat die... was denn? Als du aufgestanden bist, lag Petrowski da noch in seiner Koje? Das wäre ja wohl noch schöner. Ja, und wo ist er dann? Hä? Petrowski! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Noch nichts gemacht! Petrowski! Was schreist du hier so rum, Fomin? Morgen. Was ist los hier? Gar nichts. Das ist ja das Problem. Ist nichts mit Frühstück. Gibt kalte Küche. Keiner da? Nee! Verpennt. Nee. Vielleicht holt er noch was aus dem Lager oder ist auf dem Scheißhaus. Na, super. Und dann womöglich ohne Hände waschen Frühstück machen, was? Na, Mahlzeit. Labert nicht hier rum, geht nachsehen. Du gehst zum Scheißhaus und du gehst zum Lager. Alles? Das ist alles. Nur, dass ich das richtig verstanden habe. Die Bestandsliste lag im Lagerraum auf dem Boden? Vor dem Lagerraum, hat Orlov gesagt. Und der Lagerraum selbst stand offen? Sperrangelweit. Und von Petrowski keine Spur? Keine Spur. Wo ist Sala? Am Ruder, Captain. Sind alle Männer in der Messe? Ja. Dann wollen wir mal. Was wollen wir denn? Na, das Schiff durchsuchen. Petrowski wird sich wohl kaum in Luft aufgelöst haben. Juli. Smut Petrowski wird vermisst. Wir müssen das Schlimmste annehmen. Ich ließ das Schiff von vorne bis hinten durchsuchen. Nichts. Die Männer tuscheln wieder, haben Angst vor irgendwas. Konkretes ist allerdings nicht rauszuhören. Ich allerdings habe eine bestimmte Befürchtung. Petrowski hatte erst gestern eine Auseinandersetzung mit meinem ersten Mat, Sala. Und heute Morgen ist er verschwunden. Sala schwor mir gegenüber, er habe nichts mit Petrowskis Verschwinden zu tun.
Ich würde ihm gern glauben. Seit einigen Tagen verstummen die Gespräche, wenn ich in der Nähe bin. Erfahrungsgemäß passiert das bloß, wenn ich das Thema dieses Gesprächs bin. Normalerweise würde mich das wenig interessieren. Aber in Anbetracht der seltsam bedrückenden Stimmung hier und wegen des Verschwindens von Petrovsky hat es mich zu interessieren. Also, Männer, raus mit der Sprache! Was ist hier los? Naja, Olgarin? Ich hab keine Ahnung, Captain. Pavlov? Tut mir leid, Sir. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Orlov, Kalinin, Fomin? Ebenfalls keine Ahnung? Tut uns leid. Ich weiß auch nichts. Nun denn, wenn hier keiner weiß, wovon ich rede, muss ich mir das Ganze wohl eingebildet haben. Was ich mir allerdings nicht eingebildet habe und was somit den Tatsachen entspricht, ist, dass Petrovsky verschwunden ist. Und nicht nur das. Nach der gerade stattgefundenen Durchsuchung können wir sehr sicher davon ausgehen, dass er nicht mehr an Bord dieses Schiffes ist. Das ist ein bedauerlicher Umstand. Dennoch nicht zu ändern und leider in der Geschichte der Seefahrt auch nichts Besonderes. Möge Gott seiner Seele gnädig sein. Und damit zurück zum Tagesgeschäft. Kalinin, Sie übernehmen bis auf Weiteres die Kombüse. Aber, Captain... Sie waren einer der lautesten, wenn es darum ging, Petrovskis Kochkünste in die Hölle zu loben. Nun bekommen Sie von mir die Gelegenheit, uns alle mit Ihren himmlischen Kreationen zu überzeugen. Möge für Sie die Kritik gnädiger ausfallen. Der Rest agiert exakt nach bestehendem Plan. An die Arbeit! Komm rein, Olgarin. Setz dich. Ja. Was gibt's? Es ist so, ich glaube... Ich hoffe doch sehr an unseren heiligen Vater. Ja, aber selbstverständlich, Captain. Gut. Was glaubst du außerdem? Ich glaube, dass ein fremder Mann an Bord ist. Wie kommst du da drauf? Ich habe ihn gesehen. Du hast einen Mann an Bord dieses Schiffes gesehen, der nicht Teil dieser Mannschaft ist. Genau. Wann und wo? Gestern Abend, während meiner Wache. Es hat geregnet, wie Sie sich erinnern, und ich habe hinter dem Deck Ausschutz gesucht. Da kam ein großer, hagerer Mann die Kajütstreppe herauf und ging nach vorne aufs Deck. Und dann? Naja, ich bin ihm hinterher, denn irgendwie kam mir das komisch vor. Und dann bin ich vorne zum Bug, aber da war niemand mehr. Ich probiere also alle Luken aus, aber alle Luken sind verschlossen. Der Kerl ist verschwunden. Ist es das, um was es hier geht? Warum hier ständig getuschelt wird? Weil ihr glaubt, ein blinder Passagier sei an Bord? Ja, Captain. In Ordnung. Fangen wir nochmal von vorne an. Du stehst beim Deckhaus im Windschatten. Hast du gesehen, wie der Mann die Treppe heraufkam? Das konnte ich ja von dort nicht. Hast du gehört, wie der Mann die Treppe heraufkam? Nein, natürlich nicht die Seeweide. Einigen wir uns also darauf, dass du einen Mann an der Tür zur Kajütstreppe hast stehen sehen. Ja, aber wie soll er denn da hingekommen sein, wenn nicht die Treppe rauf? Befassen wir uns bloß mit den Fakten, Olgarin. Ist das möglich? Ja, natürlich, Captain. Gut. Hast du das Gesicht des Mannes gesehen? Nee, er stand ja mit dem Rücken zu mir. Woher weißt du dann, dass es niemand aus der Mannschaft war? Naja, er war viel größer als wir alle hier.
Drei Meter? Vier Meter? Ich bitte Sie, das ist kein Seemannsgarn. Wirklich nicht. Wie groß war er? Er war etwas höher als die Tür. Vielleicht zwei Meter. Er sah sich nicht um, blickte in deine Richtung oder woanders hin? Nein. Und dann rannte er rüber zum Bug? Nein, er ging ganz normal, also langsam. Und du hinterher? Ja. Du kommst am Bug an und? Niemand ist zu sehen, wie ich schon sagte. Und alle Luken sind verschlossen? Ja. Nehmen wir an, es war einer aus der Mannschaft. Aber es war keiner aus der Nehmen Mannschaft. Nehmen wir es an. Ja. Wie hätte derjenige vom Bug verschwinden können? Das ist es ja, Captain. Das weiß ich nicht. Das war ja das, was so unheimlich war. Denk nach, Olgarin. Ich weiß es nicht, Captain. Die Luken waren verschlossen. Ja. Wie öffnet man verschlossene Luken? Mit einem Schlüssel. Aber den haben doch bloß Sie... Es gibt also Schlüssel. Man kann die Luken also öffnen. Ja, sicher, aber... Und die zweite Möglichkeit? Die einzig andere Möglichkeit, von Bug zu verschwinden. Na? Über Bord. So ist es, Olgarin. Und wer ist gestern Nacht verschwunden? Aber es war nicht Petrovsky. Kalinin hat ihn auch gesehen. Petrovsky? Nein, den großen Mann. Kalinin war auch dort? Nein, er sah ihn vor ein paar Tagen. Ebenfalls am Bug. Egal, ob es Petrovsky oder ein Fremder war dort am Bug. Glaubst du, er hatte einen Schlüssel für die Luken? Nee, den haben ja nur Sie. Was bleibt also bloß übrig, Olgarin? Naja, über Bord halt. Richtig. Und wir alle haben heute gemeinsam dieses Schiff vom Bug bis Heck, von Back bis Steuerbord durchsucht. Und was haben wir gefunden? Nichts, Captain. Und das bedeutet was? Es ist niemand hier an Bord außer uns. So ist es, Olgarin. Und ich hätte gern, dass ab jetzt über diese Tatsache getuschelt wird, damit diese Spinnereien ein Ende haben. Erklär's den anderen. Hi, Captain. Juli. Olgarin kam zu mir und vertraute mir an, ein fremder Mann sei an Bord. Ich habe ihn mir ordentlich vorgeknöpft, ihm den Kopf gewaschen und dann losgeschickt, den anderen davon zu erzählen. Meine Argumentation scheint gefruchtet zu haben. Die Männer wirkten heute Abend während des Essens ruhiger und erleichtert. Was Petrovsky betrifft, ist stark anzunehmen, dass er sein Ende im Meer fand. Ob sein Weg dorthin ein freiwilliger war oder ein Unfall oder sogar Vorsatz, muss offen bleiben. Ich übernehme das Ruder. Nein, Captain! Geh nach hinten! Orlov braucht Hilfe beim Backstag. Mach ich! Und mach das Schiff wieder zu auf dem Weg! Hi, Captain! 22. Juli. Drei Tage schlechtes Wetter. Alle Hände wurden an den Segeln gebraucht. Für seltsame Gedankenspiele war keine Zeit. Und das war gut so. Mannschaft agierte wie ein Mann. Haben das Mittelmeer hinter uns gelassen, heute Gibraltar passiert und sind nun auf offener See unterwegs. Richtung Biskaya. Simmering! Ich bin hier drüben.
Mitternacht. Melde mich zur Wachablösung. Na, ein Glück. Es ist nämlich verdammt kalt heute Nacht. Ja, meine Koje wäre noch warm. Und frei ist jetzt auch. Nee, lass mal gut sein. Wenn die so riecht, wie du aussiehst, dann gute Nacht. Ja, aber wer will denn keine gute Nacht, hä? Hier, nimm die Decke. Sonst verweht dir die gute Laune im Wind. Danke. Bis morgen. Ja, bis morgen. Sala? Ich mach Schluss für heute. Olga Rehn hat übernommen. Alles klar. Sag mal, ist dir nicht kalt? Los in dem Mantel? Willst du mich wärmen oder was soll die Frage? Schon mein zweites Angebot heute Nacht. Wird Zeit, dass wir auf ein Schiff Weiber treffen. Ich bin halt ein heißer Typ und mach mir warme Gedanken. Da reicht ein Mantel. Naja, besser als ein warmer Typ mit heißen Gedanken. Hau rein. Ja, du auch. Bin ein Seemann ohne Heimat, reite auf dem Wind dahin. Bin ein Vagabund des Meeres, auf den Wellen wiegt mein Sinn. Bin ein Schiff ganz ohne Anker, ich bin nirgendwo daheim. Und doch überall zu Hause, ich bin frei. Hm? Na, Sala, läuft alles? Ist dir schlecht? Nein, nein, warum? Du bist weiß wie ein Strand in Australien. Darum. Ja, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Sag mal, hast du einen Schluck Gutes? Aber sonst geht's, was? Du hast Wache. Ja, weiß ich, ja. Aber irgendwie ist mir der Kabeljau aufs Gemüt geschlagen, verstehst du? Nur ein Schlückchen. Dass ich wieder ins Gleichgewicht komme. Ja. Okay. Danke. Hey. Alles klar. Alles klar, danke. Schlückchen sieht für mich anders aus. Ja, naja, Entschuldigung. Es tat auf jeden Fall gut. Mir geht's gleich. Also gleich geht's mir viel besser, ja. Dann kannst du ja jetzt zurück auf deinen Posten. Ja, klar. Ach du, sag mal, du hast auch so eine Braut in Odessa, nicht? Was geht dich das an, Olga Rehn? Hab ich so gehört, weißt du. Ich hab da nämlich auch eine. Also in Odessa, weißt du. Und jetzt hast du überlegt, ob es vielleicht die gleiche ist, hä? Wenn meine blind und taub wäre und keine Nase hätte vielleicht. Da sie es nicht ist und ein ganz bezauberndes Näschen hat, kann ich es mir kaum vorstellen. Nee, ich dachte, wenn du mal da bist und ich auch, dann können wir uns doch mal treffen oder sowas. Also, zu viert. Zu viert? Ja. Pass auf, Olga Rehn. Du gehst jetzt zurück auf deinen Posten und hörst auf, mich zuzulabern. Hast du verstanden? Ich dachte ja bloß... Lass das lieber. Das mit dem Denken. Habe ich dir schon mal gesagt. Und jetzt zieh Leine. Ja, klar. Wenn was ist, rufe ich. Ja? Wenn was ist, möchte ich sogar darum bitten. Aber ansonsten hältst du jetzt dein Maul. Ja, klar. Du bist ja nicht so weit weg, ne? Gut. So. Das hat gut. Das Schlückchen. Ja. War lecker. Genau richtig. Und dass ich da eben was gesehen habe, habe ich mir eingebildet. Ja. Einfach großer Quatsch. 2 Meter großer Quatsch. Das war's. Ist wirklich frisch heute. So ist besser.
24. Juli. Wir sind im Golf von Biskaya. Gestern Nacht ist ein weiterer Mann verschwunden, Olgarin. Wie auch Petrovski hatte er seine Wache angetreten und wurde danach nicht mehr gesehen. Sie wollten mich sprechen? Kommen Sie rein, Sala. Setzen Sie sich. Ich nehme an, wegen Olgarin. So ist es. Sie haben ihn noch gesehen, nachdem er die Wache von Simmering übernommen hat, habe ich gehört. Ja, er war fahrig und nervös. Sah blass aus. Bat mich um einen Schluck Schnaps. Habe ihm auch einen gegeben. War nicht gerade warm gestern Nacht. Verstehe. Und dann? Hat er noch irgendwas gefaselt von seiner Braut in Odessa und ist wieder zurück auf seinen Posten. Danach haben Sie ihn weder gesehen, noch was von ihm gehört? Nein. Ach, Entschuldigung, Captain. Aber ich muss kurz stören. Was gibt's, Kalinin? Die Männer haben mich beauftragt, Ihnen dieses zu überbringen. So. Was steht dort? Es ist eine Petition, in der die Männer verlangen, künftig Doppelwachen einzuteilen. Was ist los mit euch? Hat euch der letzte Sturm etwa die Eier weggepustet? Gehen euch gerade wieder die Arschlöcher auf und zu? Ich meine, anders ist diese lächerliche Petition wohl kaum zu erklären, oder sehe ich das falsch? Wir haben berechtigte Sorgen. Berechtigte Sorgen? Wegen was? Wegen zwei labilen Idioten? Den einen habt ihr selbst wegen seines Fraßes nach Strich und Faden fertig gemacht. Da ist es kein Wunder, dass er den Tauchgang absolviert hat. Da fasst euch mal ganz stark an die eigene Nase. Und der andere hatte grobes Heimweh nach seiner Liebsten in Odessa. Und keiner von euch konnte oder wollte ihn trösten. Da hat er wohl gedacht, es ist besser, er schwimmt zurück. Und jetzt kommt ihr mit dieser lachhaften Forderung um die Ecke? Was seid ihr, Weiber? Sala! Es ist mir scheißegal, was du denkst, Sala. Weder ich noch einer der anderen wird mir allein in der Nacht auf diesem Deck stehen. Dafür ist zu viel vorgefallen. Vom Bug weht der Wind, hä? Ein fremder Mann, der dort umhergeht und verschwindet, hm? Es geht nicht um einen Mann. Ach nicht? Um was geht es denn dann, Kalinin? Etwas ist an Bord dieses Schiffes. Natürlich, etwas. Was denn? Eine türkische Hafennutte aus Zagrad? Macht euch ruhig lustig, aber ich habe es gesehen. Ja, das kenne ich. Erst in die Flasche gucken, dann Dinge sehen. Was genau hast du gesehen, Kalinin? Es war nicht allein der große Mann. Den sah ich ebenfalls. Aber ich sah noch etwas anderes am Fuße der Treppe. Und es hatte rote, leuchtende Augen. Und kleine, sehr kleine, schwarze Hände. Ich sag's ja, eine kleine, schmutzige türkische Hafennutte. Ist gut jetzt, Sala. So wie es möglich ist, werde ich dem Wunsch der Mannschaft nachkommen. Richte das bitte aus, Kalini. Danke, Captain. »28. Juli. Haben vier höllische Tage hinter uns. Sturm. An Doppelwache war nicht zu denken. Ich brauchte alle Männer an den Segeln. Die Mannschaft ist erschöpft. Der zweite Maat, Simmering, übernimmt heute Nacht allein Wache und Ruder, damit die Männer und auch ich Schlaf finden.« Was? Verdammt! Wer war das? Das hörte sich nach Orlov an.
Der sollte das Steuer übernehmen. Olaf! Hier, am Steuer! Was schreien Sie hier rum? Simmering, er ist nicht hier. Was meinst du? Verstehen Sie nicht? Ich kam hier rauf, da war das Steuer verlassen. Was? Ja, niemand hier, kein Simmering weit und breit. Aber sein verdammter Schuh liegt hier noch. Sehen Sie, sein gottverdammter Schuh. Wer geht denn irgendwo hin, ohne seinen gottverdammten Schuh, frage ich Sie. Jetzt halt mal die Luft an, Orloff, und beruhig dich. Sein Schuh. Was heißt denn das, Captain? Was heißt denn das? Was heißt denn das? Was ist das denn für eine bescheuerte Frage? Es heißt, dass ich recht hatte. Etwas ist hier an Bord. Und heute Nacht hat es Simmering geholt. Was? Scheiße. Aber natürlich, Kalinin. Verbreite weiter so fröhliche Stimmung. Mich allerdings würde mehr interessieren, wo du die letzten Stunden gewesen bist. Was soll denn das heißen? Ich hab vor mir in seiner Koje mit dem Mittelfinger am Arschloch rumgespielt. Wollen Sie mal riechen, Marzala? Was? Schluss damit! Kalinin, Fomin, Sie nehmen sich das untere Deck vor. Sala, Pavlov, Sie suchen oben. Ich bleib mit Orlov hier am Steuer. Finden Sie Simmering! Los! Ja, ja. Schon gut. Geben Sie mir den Sextanten, Orloff. Hi, Captain. Komisch. Was meinen Sie, Captain? Legen Sie ihn zurück. Ja. Was meinten Sie eben? Was ist komisch? Es sieht so aus, als sei das Schiff kaum vom Kurs abgekommen. Und was ist daran komisch, Captain? Haben Sie wirklich so viel Potenzial nach oben, Orloff? Oder tun Sie bloß so? Das bedeutet, dass das Ruder nicht lang allein gelassen wurde. Sonst hätte uns der Wind wohl nach Backbord abgetrieben. Ja. Das heißt also, der Simmering noch nicht lange weg ist. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere? Ketten? Halten Sie einfach den Kurs, Orloff. Ja, klar. Juli. Ein weiteres Unglück. Der zweite Maat ist verschwunden, Simmering. Die Mannschaft ist in höchster Erregung. Auch wenn die erneute Durchsuchung des Schiffes nichts zutage gefördert hat, geht noch immer die Angst vor einem S um, das sich an Bord befinden soll. Was für ein Ammenmärchen. Ich für meinen Teil glaube eher an einen Jemand. Aber noch habe ich keinerlei Beweise. Jedoch habe ich beschlossen, ab sofort nur noch bewaffnet umherzugehen. Juli, abends. Wir nähern uns England. Das Wetter ist prächtig. Alle Segel sind gesetzt. Ich kam dem Wunsch der Mannschaft nach und habe Doppelwachen eingesetzt. Mit der Auflage, dass ich dadurch auch die Wachzeit verdoppeln würde, haben sich die Männer einverstanden erklärt. Was allerdings bedeutete, dass sich deswegen auch meine Schicht nicht unwesentlich verlängerte. Ich bin nun völlig geschafft und gehe schlafen. Orloff und Kalinin hüten das Deck. Auf den schmalen Steg. Naja, du starrst stur über Bug raus, bewegst dich nicht, sagst seit einer Stunde kein Wort und ich sehe nichts als deinen Buckel. Den halte ich dir hin, damit du siehst, wo du runterrutschen kannst. Von mir aus kannst du die Augen ruhig im Moment zumachen. Solange du hier bleibst.
Was gibt's morgen zum Mittag? Halt den Kahn auf Kurs und geh mir nicht auf den Sack. Ich hätte ja Lust auf Dorsch. Hast keine Lust, dich zu unterhalten, was? Hat man's doch so deutlich gemerkt, hm? Ich bin ja schon still. Schon ist gut. Obwohl, ich ja glaube, dass so eine kleine Unterhaltung uns erstens ein bisschen wacher hält und zweitens die Zeit verkürzt. Und die Aussicht auf so einen leckeren Dorsch, ja, macht mir auch gleich viel bessere Laune. Was ist denn? Hast du das gehört? Was denn? Ich denke, das war die Tür. Ja? Verdammte Scheiße! Der große Mann! Ja. Er steht an Bug und blickt aufs Meer. Gib mir das Gewehr. Ja. Nun gut. Wollen wir mal sehen, wer hier wen verarscht. Hallo? Hallo? Nicht eine einzige Bewegung, als wären wir überhaupt nicht hier. Hast du was am Ohr, Kollege? Antworte gefälligst, wenn ich mit dir rede. Ist er umgefallen? Von wegen. Der hockt im Schatten der Reling. Hey! Was soll das? Steh auf! Die roten Augen! Die hast du schon mal gesehen? Ja. Was ist das? Ich weiß es nicht. Komm raus! Komm raus aus dem Schatten! Glaub ja nicht, dass wir Angst haben. Ich habe eine Waffe. Was ist das? Es ist ein Tier. Und wo ist der große Mann? Das ist der große Mann. Nein! Verdammt, nein! Nein! Bitte nicht. Ich hab eine Freundin und fast schon Kinder. »31. Juli. Mart Sala weckte mich heute mit der Nachricht, dass der Doppelposten der letzten Nacht vermisst wird. So wie auch die letzten Male haben wir selbstverständlich das Schiff durchsucht. Orlov und Kalinin aber blieben verschwunden. Ich war nicht überrascht. Nach den vorangegangenen Vorfällen hätte mich überrascht, wenn wir sie gefunden hätten. An Bord sind nun bloß noch die beiden Matrosen Pavlov und Fomin. Erster Mart Sala und ich.« Pavlov und Fomin blicken ängstlich umher, wirken fahrig und nervös. Das macht sie zumindest aufmerksamer. Sala ist eher grimmig,
trotzig und entschlossen. Aus meinem Verdacht habe ich auf diesen Logbuchseiten keinen Hehl gemacht. Sala ist aufbrausend und jähzornig. Aber was wäre seine Motivation für diese Taten? Soll das Schiff nicht seinen Bestimmungshafen erreichen? Und wenn, warum? Wegen einer Ladung Holzkisten gefüllt mit Erde und Sand? Nein. Das Wertvollste kann allein das Schiff selbst sein. Aber wenn dies das Ziel ist, warum dann durch Dezimierung der Mannschaft riskieren, dass es nicht mehr manövrierfähig ist? Ich sehe kein schlüssiges Motiv und habe nichts als Vermutungen. Möge Gott mir Eingebung zuteil werden lassen und die Kraft, diese Reise irgendwie zu Ende zu bringen. Männer, ein bisschen Suppe von gestern Abend zur Stärkung. Oh, vielen Dank, Captain. Suppe haben wir rundherum eigentlich schon genug. Aber danke schön. Ja, nun esst schon, solange sie warm ist. Ich übernehme derweil das Steuer. In Ordnung. Ja, Captain. Was gibt's Neues? Leider nichts, Captain. Kein fremdes Segel gesichtet. Der Nebel ist fetter als meine letzte Freundin und dichter als ich an dem Abend, als ich mich auf sie einließ. Haltet das alte Mädchen hier bloß immer schön vorm Wind. Wir dürfen nicht wagen, die Segel einzuholen. Wir sind zu wenige, um sie wieder zu setzen. Ist klar, Captain. Versteht sich von selbst. Gut. Vorhin war kurz ein lichter Moment. Oh, dass du den auch mal hast. Naja, auf jeden Fall glaube ich, ich habe Northfallen erkannt. Müssten die Straße von Dover also passiert haben. Dann sind wir jetzt in der Nordsee. Gut, dann hat das hier bald ein Ende. Ja. Sala schläft noch. Ich schicke ihn um 6, euch abzulösen. Wer von euch macht die Mitternachtsschicht? Die mache ich, Captain. Ich sehe um 2 und um 4 vorbei. Lassen Sie es gut sein, Captain. Schlafen Sie durch. Ich brauche kein Kindermädchen. Ich bin Russe. Ich glaub nicht an Armenmärchen. Und mir und meinem Messer hier ist noch nichts begegnet, wo wir nicht durchkamen. Na gut, Fomin. Zweiter August, spätabends. Fomin ist verschwunden. In der letzten Nacht wurde ich durch einen Schrei geweckt. Er kam eindeutig von Deck und somit von Fomin. Ich sprang aus meiner Koje, stürzte aus der Kabine und dann die Treppe hinauf. Wegen des Nebels konnte ich an Deck kaum etwas erkennen, rannte also fast blind Richtung Steuer und prallte mit dem ersten Mast zusammen. Sala behauptete ebenfalls, durch den Schrei geweckt worden zu sein, und erklärte, dass Fomin nicht mehr am Steuer wäre. Ich vergewisserte mich dessen selbst, dann stieß Pawlow zu uns. Gemeinsam gingen wir mit einer Armlänge Abstand das Deck ab, doch Fomin war nicht auffindbar. Nach unten konnte er nicht gegangen sein, denn dann wäre er mindestens einem von uns entgegengekommen. Sala bot an, das Steuer bis zum Morgen zu übernehmen. Er könne nun sowieso nicht mehr schlafen. Ich nahm dankenswerterweise an. Dass er vor mir an Deck war, nachdem der Schrei ertönte, kann nur bedeuten, dass er sehr viel schneller war als ich. Oder etwas ganz anderes. Unser Ziel ist keine 24 Stunden mehr entfernt. Ich werde dieses Fass nicht aufmachen, ohne festen Boden unter den Füßen zu haben und somit Zeugen. Meine Uniform trage ich nun tags wie nachts und meine Pistole weilt in unmittelbarer Nähe meiner rechten Hand. Mit Gottes Hilfe werde ich diese letzten Stunden hinter mich bringen. Und dann wird es mit Hilfe der englischen Behörden eine Untersuchung in dieser Sache geben. Es ist fast Mitternacht. Ich werde nun Pawlow am Ruder ablösen.
eine einzige Suppe ringsum. Pawlow! Pawlow! Verdammt! Das Mädchen muss mir nach Backbord. So. Pawlow! Sala! Hier, Captain. Was tun Sie hier, Sala? Ich frage Sie, was Sie hier tun, Sala! Was soll das? Sie müssen leise sein. Es ist hier. Ich habe es gesehen, Captain. Kommen Sie keinen Schritt näher, Sala. Oder es passiert ein Unglück. Was ist mit Ihnen los? Warum tragen Sie Schlafanzug? Ja, haben Sie mir nicht zugehört? Es ist hier. Ich weiß es jetzt. Ich glaubte, etwas gesehen zu haben. Letzte Nacht, nachdem vor mir verschwunden war. Etwas Schwarzes. Es huschte über das Deck. Ich sah es im Augenwinkel. Als ich hinblickte, war es verschwunden. Aber ich war sicher, dass es da war. Es beobachtet uns, Captain. Aus den Schatten heraus. Immer. Ich gab vor, schlafen zu gehen. Aber das tat ich nicht. Ich versteckte mich in den Schatten. Ich wollte es beobachten. Ja, den Spieß umdrehen. Heute Abend. Ja, ich saß dort hinten, in der Ecke. Ich konnte Pawlow nicht sehen wegen des Nebels, aber hören. Ich wollte ihn... schützen. Verstehen Sie? Kommen Sie nicht näher! Alles klar, Captain. Ich erzähle einfach weiter, ja? Dann nämlich tauchte es auf. Ich sehe es nicht, aber ich höre, wie Pawlow erschrickt und dann nichts mehr. Nichts mehr? Nichts mehr. Aber dann höre ich dieses Geräusch. Wie das lange Zischen einer Schlange. Einer Schlange? Kurz darauf fällt etwas ins Wasser. Platsch! Sehe ich ihn. Den großen Mann. Das ist keine 20 Minuten her. Ich sitze da in den Schatten und er geht an mir vorbei. Geht nach vorne bis zum Bug und sieht hinaus. Sieht hinaus in den Nebel. Als würde er irgendetwas erkennen. Der große Mann. Ja. Aber auf diesen Moment hatte ich gewartet. Dieses Etwas hat genug Kummer über uns gebracht. Jetzt soll es bezahlen. Bezahlen mit seinem Leben. Ich nahm mein Messer. Hier. Ganz vorsichtig damit, Sala. Schon klar, Captain. Dieses Ding steht also am Bug und hat mir den Rücken zugewandt. Ich schleiche mich an, das Messer im Anschlag und stoße zu. Und? Das Messer, die Klinge drang durch ihn hindurch, wie durch Luft. Und im nächsten Moment ist es weg. Ich glaube Ihnen kein einziges Wort, Sala. Ich weiß, wie das klingt, Captain, ich weiß. Aber ich weiß auch, dass es hier ist. Und ich werde es töten. Denn ich habe nachgedacht. Der einzige Ort, an dem wir nie nachgesehen haben, wenn wir das Schiff durchsuchten, sind die Kisten. Im Laderaum. Die werde ich aufschrauben und nachsehen, ja. Wird es sein. Da hat es sich verkrochen, ja. Da werde ich es finden. Und dann, Gnade ihm Gott. Sala! Sie bleiben hier, Captain. Sie bleiben am Ruder. Sala! Ich werde uns von diesem Sala! Ding befreien. Verdammt.
3. August. Ich stehe am Steuer der Demeter und kann das Ruder nicht verlassen. Deshalb schreibe ich die Logbucheinträge auf die Rückseite dieser Karte. Danach werde ich die Aufzeichnungen in eine Flasche stecken. Falls das Schiff kentert oder ich es aus einem anderen Grund nicht bis Whitby schaffe, möge die Nachwelt hierdurch Kenntnisse von den Vorkommnissen erlangen. Es ist kurz vor Sonnenaufgang. Matrose Pavlov ist wie alle anderen verschwunden. Und der erste Mat, Sala, allem Anschein nach verrückt geworden. Nun behauptet auch er, er habe einen fremden, großen Mann an Bord gesehen. Und spricht von diesem wie von einem Geist. Von einem S. Er hat sich vorgenommen, S zu jagen und vermutet seinen Rückzugsort in einer der Kisten, die unsere Ladung transportieren. Captain, ich bin's. Kein Grund zur Sorge. Ich habe mir den Werkzeugkasten besorgt. Und diese Laterne. Und außerdem dieses Beil. Dem wird es nicht widerstehen können. Sala, hören Sie mir zu. Nachher höre ich Ihnen zu, Captain. Jetzt geht es, dem Mörder unserer Mannschaft habhaft zu werden. Ja, ich steige durch die Ladeluke runter. Halten Sie Ihre Pistole bereit, falls es versucht zu fliehen. Sala ist von Sinnen. Wirklich von Sinnen. Er steigt mit Werkzeugkasten hinab in den Laderaum. Er ist von seinem Vorhaben nicht abzubringen. In den Kisten wird er nichts finden. Als Inhalt war Ton, Silbersand und Erde angegeben. Es ist lächerlich und traurig und grausam zugleich. Mir bleibt nichts, als auf Gott zu vertrauen und darauf, dass mich dieser Wind in einen Hafen trägt und dass sich endlich dieser vermaledeite Nebel hebt. Captain, Captain! Was ist los, Sala? Ich hatte recht. Es ist dort unten. Ich habe es gesehen. Ich kenne jetzt ein Geheimnis. Es wird hinaufkommen, ja? Das wird es. Es bleibt kein anderer Ausweg. Bloß die See kann uns retten. Bloß die See. Sala! Retten auch Sie sich. Retten Sie sich, wie ich es tue. Sala! Sala. August. Sala ist fort. Er behauptete, es sei der einzige Weg, dem Fremden auf diesem Schiff zu entkommen und sprang über Bord. Ich glaube, er war derjenige, der alle anderen umgebracht hat. Und ein Rest Moral irgendwo in seinem kranken Geist hat ihn den Selbstmord wählen lassen. Ich bin somit der letzte Mann auf der Demeter. Gott steh mir bei. Wie soll ich all diese grauenvollen Erlebnisse später im Hafen erklären? Wenn ich denn einen Hafen erreiche. Die Sonne ist bereits aufgegangen, auch wenn sie nicht zu sehen ist. Noch immer steht der Nebel dicht und dichter. Ich wage nicht, das Ruder zu verlassen und halte treu den Kurs. Der Wind hat gedreht. Nach meinen Berechnungen müsste er mich so direkt auf die englische Küste zutreiben. Ich danke Gott für diese Wende. Bloß wenige Stunden trennen mich noch vom Ziel. Das Zwielicht nimmt mehr und mehr zu. Es muss bereits früher Abend sein. Mir gegenüber im Boden des Decks befindet sich die Ladeluke. Sie steht weit offen, seitdem Sala herausstürzte. Wie ein totes Auge blickt sie mir entgegen. Nichts als Schwärze in seinem Inneren. Meine Sinne spielen mir Streiche. Die Ereignisse und Geschichten der letzten Tage in Verbindung mit dem wenigen Schlaf dürften die Ursache dafür sein. Ich habe soeben tatsächlich geglaubt,
An der Kante der Ladeluke würde eine kleine schwarze Hand heraustasten, würde mit ihren langen Fingernägeln über das Deck kratzen. Ich fuhr mir mit den Händen über die Augen, da war es weg. Trugbilder. So weit ist es schon gekommen. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Lassen Sie das. Ist hier wer? Singen Sie nicht. Das Schiff muss in den Hafen. Das ist alles. Wo sind Sie? Und vor allem, wer sind Sie? Das Schiff muss in den Hafen. Was soll das? Zeigen Sie sich! Zeigen Sie sich, verdammt nochmal! Hallo? Hallo! Nicht nur meine Augen sind betroffen. Jetzt auch noch meine Ohren. Ich habe geglaubt, eine Stimme zu hören. Sie verbot mir zu singen und verlangte, ich... Schreiben Sie nicht. Das Schiff muss in den Hafen. Das ist alles. Wer oder was um alles in der Welt sind Sie? Hören Sie auf mich. Schiff muss in den Hafen. Das ist alles. Ich habe ihn gesehen. Er stand in der Luke zum Laderaum. In der Dunkelheit. Der große Mann. Es ist alles wahr. Er war hier und er ist es noch. Ich würde auch springen. Aber ich darf mein Schiff nicht verlassen. Ich werde diesem Ungeheuer, diesem Teufel widerstehen. Ich werde mir die Hände an das Rad binden. Ich werde mein Kreuz gut sichtbar auf meiner Brust tragen. Ich werde den Herrn um Beistand anflehen. Ich werde meine Ehre retten, egal was geschieht. Aber zuvor werde ich diese Seiten retten. Und wenn sie jemand findet, werden alle wissen, dass ich bis zur letzten Minute ausgehalten habe. Und nichts und niemand und kein S wird mich auf diesem Weg aufhalten. Ja. Jetzt das Seil. So. Du wirst mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Ich bin der Kapitän dieses Schiffes und damit der Einzige, der sagt, was hier zu tun ist. Ist das klar? Großer Gott! Wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit.